Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von QSUFU Tech. Heute mal wieder ein Thema, das so ein bisschen im Security-Bereich angesiedelt ist. Das wollen ja unsere Zuschauer, zumindest wenn man die Kommentare mal verfolgt, wird es ganz gerne gesehen, dass wir uns um Security kümmern. Heute ist es mal keine Virenanalyse oder kein Virenschutz in dem Sinne, aber es geht auch in Richtung Security. Heute werden wir nämlich mal Festplatten verschlüsseln, und zwar mit BitLocker. BitLocker ist ja ein Tool, das bei Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 mit dabei ist, und man kann das kostenlos nutzen, und das lässt sich relativ leicht einrichten und ist aus meiner Sicht so, ja, für 90% der Anwender ja eigentlich eine sehr gute Lösung. Warum, werde ich gleich zeigen. Erstmal, warum müsste ich überhaupt meine Festplatte verschlüsseln? Man redet ja immer von Full Disk Encryption, also die Vollfestplattenverschlüsselung auf Deutsch. Warum mache ich denn sowas überhaupt? Naja, wenn ich jetzt mein Notebook zum Beispiel irgendwo liegen lasse im Flieger oder im Zug oder so, oder an der Uni, wie auch immer, an der Schule, dann kann es natürlich sein, dass Leute sich einen Spaß erlauben, die das finden und auf die Daten zugreifen. Dann werden viele sagen, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber ich sehe das Ganze mal ein bisschen anders. Also viele Leute argumentieren ja mal damit, ich habe nichts zu verbergen. Niemand hat nichts zu verbergen. Das ist einfach so. Man möchte nicht, dass irgendwelche privaten E-Mails, private Nachrichten, irgendwelche Bilder von Urlaubsfahrten oder sonst was im Internet landen. Das möchte man nicht, auch wenn man darauf jetzt nicht unbedingt mal, sag ich mal, nackt zu sehen ist oder so. Man möchte es einfach nicht, weil das ist Privatsphäre und die hat man nicht ohne Grund. So, und das Ding ist einfach, wenn ich das ganze Teil verschlüssel und jemand findet, das kann er eben mit dem Gerät an sich zwar noch was anfangen, aber mit den Daten, die da drauf sind, kann er eben nichts mehr anfangen. Und das ist das, was wir erreichen wollen, dass jemand, der das Gerät findet, eben einfach mit diesen Daten nichts anfangen kann, und deswegen verschlüsselt man solche Geräte. Prinzipiell ein Tipp von mir ist sowieso generell auf allen Geräten, die man mit sich rumträgt, also Notebook, Tablet, Smartphone, da die Speicher zu verschlüsseln, um eben einen Zugriff auf die Daten zu erschweren. Hundertprozentige Sicherheit, das ist so mein Lieblingsspruch mittlerweile, gibt es eigentlich nicht, klar. Aber wenn man zum Beispiel mit BitLocker, der verschlüsselt mit AES 256, wenn man das einsetzt, dann kann man schon relativ sicher sein, dass es nicht geknackt wird, außer man ist ein Edward Snowden oder so, wo wirklich ein immenses Interesse dahinter steckt und auch dementsprechend auch viel Geld, um sowas zum Beispiel in einer Cloud-Umgebung wie der Amazon Cloud zu berechnen, zu dechiffrieren und dann auch an die Daten ranzukommen. Aber das halte ich jetzt mal für ausgeschlossen, dass solche Zuschauer bei uns zuschauen und die Leute, die unter so, der Gefahr ausgesetzt sind, die sind wahrscheinlich auch schon, die haben ganz andere Mittel, um eben ihre Festplatte zu verschlüsseln. Hier geht es wirklich jetzt erstmal darum, unberechtigten Zugriff von Kriminellen oder eben auch vielleicht von irgendwelchen Leuten, die sagen, ach Mensch, guck mal doch mal, was der auf seiner Festplatte hat. Und wie gesagt, der BitLocker ist dafür ein probates Mittel. Gut, wir richten das jetzt hier mal ein, und da möchte ich jetzt eine Vollfestplattenverschlüsselung einrichten. Im Moment sieht das Ganze so aus, ich habe hier eine C-Festplatte, also eigentlich der Klassiker, und ich gehe jetzt mal in die Systemsteuerung, und unter System und Sicherheit gibt es BitLocker Laufwerksverschlüsselung. Und jetzt habe ich hier BitLocker deaktiviert und jetzt sage ich hier einfach BitLocker aktivieren, und jetzt kommt diese Fehlermeldung. So, für viele jetzt, oh, was ist das? Zur Erklärung, es gibt die Verschlüsselung, die Vollfestplattenverschlüsselung, die durch Chips auf der Hardware, auf dem Mainboard unterstützt werden. Das sorgt zum einen für höhere Performance, zum anderen halt auch für diverse Sicherheitsgeschichten. So, wenn mein Gerät das nicht kann, diese Art der Security, dann gibt es noch eine Möglichkeit, BitLocker zu aktivieren. Da wird dann einfach eine Passwortabfrage geschaltet vor dem Betriebssystemboot, und wenn diese Passwortabfrage praktisch erfolgreich abläuft, und dann erfolgt der Entschlüsselungsprozess, das heißt, dann komme ich ins Windows rein. Das werden wir gleich sehen. Wenn ich so einen Chip nicht drauf habe, dann ist es eben so mit dieser Abfrage, dann funktioniert aber trotzdem die Festplattenverschlüsselung. Klar, vieles wird dann auf der
CPU ablaufen. Das heißt also, wenn ich jetzt eine grottenlahme Kiste habe, dann könnte das unter Umständen auch Folgen haben bei der Performance. Aber ich muss ehrlich sagen, also wenn man jetzt ein normales Notebook hat, so vielleicht mit Windows 8 gekauft, mit Windows 10 gekauft, dann ist es kein Thema. Also da macht es überhaupt nichts aus. Wir müssen jetzt ein bisschen was ändern, damit wir das trotzdem durchführen können. Bei anderen Leuten, wo zum Beispiel auf einem Mainboard dieser Chip integriert ist oder eben auch auf dem Tablet oder auf dem Notebook, da wird es jetzt gar nicht kommen, was ihr hier seht. Also das heißt, das braucht ihr dann nicht zu machen. So, wir gehen jetzt mal unter Start, geben hier Gruppenrichtlinie bearbeiten ein oder einfach nur Gruppenrichtlinie, öffnen das Ganze, die Fehlermeldung kommt bei euch, denke ich mal, nicht. Das habe ich mir hier selbst zusammengebastelt. Das ist aber nicht für dieses Video jetzt hier relevant. Und jetzt finde ich hier die Computerkonfiguration. Da gehe ich jetzt unter administrative Vorlagen hinein, dann Windows-Komponenten, BitLocker-Laufwerksverschlüsselung und da gibt es jetzt die Betriebssystemlaufwerke. Und da konfiguriere ich jetzt die zusätzliche Authentifizierung beim Start anfordern. Das aktiviere ich einfach alles, setze es auf Übernehmen, okay. Jetzt ist das Ganze aktiv und jetzt müsste sich das auch aktivieren lassen. Jetzt prüft er nämlich meinen PC. Und dann können wir auch unser C-Laufwerk verschlüsseln. Wie gesagt, ich habe ja gerade erwähnt, da kommt dann eben diese Abfrage beim Booten. Und jetzt kann man festlegen, wie das Ganze entsperrt werden soll. Das ist in der Tat interessant. Man könnte sagen, okay, ich mache mir einen USB-Stick, der dann zu einem Entsperr-Dongle wird. Den kann ich dann an das Gerät anschließen. Es gibt ja mittlerweile, vielleicht kleiner Hardware-Tipp noch für Notebook-Benutzer, es gibt mittlerweile fingernagelgroße USB-Sticks, die man auch jederzeit am Notebook angesteckt lassen kann, theoretisch, ohne dass man da gleich so eine riesen Falle hat, wenn da zum Beispiel, Praxisbeispiel, ich sitze im ICE, am Sitz ganz links zum Gang hin und da habe ich dann so einen riesen USB-Stick, der rausguckt, den rasiert unter Umständen irgendein Fahrgast ab, wenn er vorbeiläuft, habe ich aber so ein kleines Teilchen dran stecken am Notebook, dann ist das alles kein Thema. Also da gibt es mittlerweile ganz kleine Sticks, die sehr klein sind und die könnte man dann so als Entsperrdongle verwenden. Ich mache das allerdings immer ganz gern mit einem Passwort. Das ist alles Geschmackssache, funktioniert natürlich beides. Wir müssen es jetzt hier, weil es eine VM ist, sowieso mit einem Passwort machen. Also ich gebe jetzt hier mal ein Passwort ein relativ sicheres und mit dem wird das Ganze entsperrt. Ich würde sagen, wenn ihr das macht mit Passwort, nehmt am besten nicht euer Passwort, das ihr auch für ein Login verwendet. Das wäre ein bisschen dumm. Gut, dann könnte ich jetzt einen Wiederherstellungsschlüssel, das ist wirklich für Worst Case, ich habe mein Passwort vergessen, dann kann ich diesen Schlüssel irgendwo ablegen, weil ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr das Passwort vergesst, ihr kommt nicht mehr an die Daten ran. Die sind verschlüsselt, ihr kommt da nicht mehr ran. Deswegen gibt es die Möglichkeit, so einen Security-Rescue-Schlüssel, so einen Wiederherstellungsschlüssel irgendwo abzulegen. Entweder ihr speichert den in eurem Microsoft-Konto, das ist vielleicht sehr komfortabel, oder ihr, also wenn ihr sowieso mit eurem Microsoft-Konto euch am PC anmeldet, ja, ist es vielleicht ein probates Mittel. Ihr könnt es auf einen USB-Stick speichern, ihr könnt es in eine Datei ablegen, dann geht es aber nicht auf die lokale C-Platte. Ihr könnt das Ding aber auch ausdrucken, also und euch dann in den Ordner irgendwo in den Safe oder irgendwas zu Hause legen. Ist theoretisch alles denkbar, kann man machen. Ja, was machen wir jetzt? Ich mache das einfach so, dass ich das ins Microsoft-Konto, okay, das ging jetzt gerade nicht. Ich glaube, weil wir hier lokal angemeldet sind, geht es nicht. Deswegen durch das einfach mal drucken und da gibt es jetzt Trick 17. Ich kann das jetzt auf so einen PDF-Drucker einfach ausschmeißen lassen. Microsoft Print to PDF und dann kann ich das als PDF lokal speichern, obwohl ich nur C als Laufwerk hier habe. Das ist so Trick 17 und das sollte man natürlich dann irgendwann mal woanders hinlegen, beziehungsweise bestenfalls vielleicht irgendwo an einen sicheren Ort verstauen, auf einen USB-Stick, in einen Safe oder so. Nur so ein Tipp von mir halt eben. So, jetzt wird gefragt, was soll denn gemacht werden? Und
das ist jetzt so ein bisschen was für paranoide Leute. Also man kann sagen, entweder ich verschlüssel die Daten, die bereits auf dem Gerät liegen, und wenn neue dazukommen, werden die auch verschlüsselt. Ich kann aber auch sagen, ich möchte den freien Speicherplatz auch verschlüsseln. Was hat das für einen Vorteil? Ganz klar, wenn ich mit einer Dateiwiederherstellungssoftware rangehe an den Rechner, dann könnte ich unter Umständen Dateien, die gelöscht sind, wiederherstellen, weil die ja eben nicht mit verschlüsselt werden. Das heißt also, ich empfehle euch immer, das gesamte Laufwerk zu verschlüsseln. Das dauert am Anfang länger, das ist ganz klar, weil der muss erstmal über die ganze Platte rödeln und muss jedes Bit nochmal umdrehen. Macht aber am meisten Sinn, wenn man die maximale Sicherheit haben möchte. Und deswegen empfehle ich euch das einfach mal, wenn ihr so eine Verschlüsselung durchführt von eurem Device, plant ein bisschen Zeit ein. Also nicht so, ja, ich mache das jetzt mal schnell und ich nehme das Notebook dann gleich mit in die Bahn und fahre dann irgendwo hin. Macht es am besten einen Tag vorher und lasst das Notebook über Nacht dann die Festplatte verschlüsseln. Bei einer SSD geht es relativ schnell. Bei meinem Notebook, das hat eine SSD drin, eine Samsung SSD, das hat vielleicht 4 Stunden gedauert. Aber bei einer normalen, bei einer klassischen Festplatte kann das unter Umständen ziemlich lang dauern. Deswegen mein Tipp, einfach mal dann über Nacht laufen lassen und die komplette Platte verschlüsseln. Das nur so als Tipp. Dann geht es jetzt hier darum, welcher Algorithmus verwendet werden soll. Wenn man Windows 10 hat mit 15.11er Update, da ist jetzt ein neuer Algorithmus drauf. Der wird allerdings nur von dieser Version unterstützt. Wenn ich Festplatten mit BitLocker verschlüssel und möchte die dann auch mit älteren Betriebssystemen einsetzen, vielleicht 8.1 oder Windows 8 oder eben auch mit Windows 10 ohne dieses Update, dann muss ich natürlich diesen Kompatibilitätsmodus einsetzen. Das ist jetzt bei uns vollkommener Bullshit, weil das ist die Betriebssystemplatte und da kann ich natürlich den höchsten, kann ich natürlich diese Anforderung nehmen und kann sagen, okay, das wird ja sowieso nur mit dem Betriebssystem entschlüsselt. Von daher ist es egal und dann setze ich auch diesen neuen Verschlüsselungsmodus, wie sie es nennen, oder Algorithmus, den kann ich dann da auch einsetzen. Ja, eine Systemprüfung wäre auch ganz nett, deswegen lassen wir das jetzt mal durchlaufen. Und jetzt sagt uns BitLocker, Mensch, ein Neustart ist erforderlich, dann werden wir den jetzt mal durchführen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nach dem Reboot des PCs wird sofort nach dem Passwort gefragt. Und das ist eben das, was ich gemeint habe. Es ist jetzt so, dass man eben ohne das Kennwort, das wir gerade vergeben haben, nicht mehr in Windows reinkommt und auch die Festplatte nicht mehr entschlüsselt ist. Das heißt aber auch, wenn man zum Beispiel mit einer Boot-CD rangeht und möchte damit auf die Festplatte schauen, keine Chance. Also ihr kommt da ohne die Entschlüsselung nicht mehr auf die Platte und könnt auch nicht mehr irgendwelche Daten retten. Deswegen ist da auch wieder das oberste Gebot wahrscheinlich Backup, Backup, Backup. Und wir geben jetzt einfach mal das Passwort ein und dann werden wir gleich sehen, wenn es richtig eingibt, dass der Rechner eben ganz normal bootet. Aber jetzt derzeit ohne Passwort wäre ein Booten unmöglich. Entweder man gibt halt eben das Passwort ein oder die ist ein Wiederherstellungsschlüssel, den man sich hoffentlich gesichert hat. Kleine Anekdote aus meiner IT-Tätigkeit. Also wir hatten auch schon ein Mitarbeitergerät, ja, das verschlüsselt wurde und der Mitarbeiter hat das Gerät gebracht und meinte, ja, ne, ich habe da nichts gemacht. Es ist verschlüsselt und ich habe keinen Entschlüsselungscode. Was macht man jetzt? Okay, müssen wir neu installieren. Zum Glück hat er jetzt keine Daten drauf gehabt, die irgendwie wichtig waren, die er sonst nirgendwo hatte. Aber wenn er das gehabt hätte, die Daten wären weg gewesen. Weil eben das Teil verschlüsselt ist und wir keine Möglichkeit haben, das Teil wieder zu entschlüsseln ohne diese Schlüssel. Dessen muss man sich halt immer bewusst sein, wenn man sowas einsetzt. Aber ich denke mal, Leute, die das einsetzen, die beschäftigen sich mit IT. Beste Weg ist natürlich jetzt hier schon mal Kurs of You Tech zu schauen und da denkt man natürlich dann an solche Sachen und ich weise ja in den Videos auch immer drauf hin. Jetzt bootet ganz normal Windows 10 und dann sehen wir uns nochmal ganz kurz, wenn Windows 10 hochgefahren ist. Wir befinden uns jetzt wieder in unserem Windows und ja, man kann sehen,
es ist immer noch ein Prozess im Gange, nämlich der Verschlüsselungsprozess der kompletten Festplatte. Und das kann jetzt wirklich etwas dauern. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, vielleicht über Nacht laufen lassen. Und man sieht hier auch, dass die Festplatte hier unter Volllast gerade läuft und die Verschlüsselung gerade durchgeführt wird. Genau. Wir haben das Ganze jetzt eigentlich schon fertig konfiguriert. Das läuft dann durch. Man kriegt noch Feedback, dass es dann eben fertig ist oder eben nicht. Und dann ist eigentlich schon die C-Festplatte verschlüsselt. Das Ganze kann ich natürlich mit beliebigen Festplatten machen. Viele von euch haben bestimmt noch eine zweite Festplatte drin, eine USB-Festplatte. Das kann man natürlich mit diesen ganzen Platten alles durchziehen. Und das ist auch relativ einfach möglich. Also man hat gesehen, das sind ein paar Mausklicks, die man da tätigen muss und dann wird das Ganze verschlüsselt. Wichtig ist, wie gesagt, immer die Ablage dieses Rescue Keys, den man dann eben erhält, dass man den irgendwo ablegt, dass man auch wieder im Notfall, wenn man das Passwort wirklich mal vergessen hat, wieder da dran kommt. Ansonsten, wir haben ja bereits schon Passwort-Saves gezeigt, zum einen KeyPass und zum anderen Password-Save. Das sind natürlich auch probate Mittel, wenn man sowas irgendwie auf einem Stick hat oder so, dass man da eben sein Passwort für die Festplattenverschlüsselung hinterlegt. Und das macht dann auch Sinn, dass man das dann irgendwie outsourced, sei es in der Cloud oder eben halt auf einem Stick. Ja, was macht überhaupt keinen Sinn zu verschlüsseln? Naja, eben Daten, die eben 0,0 sensibel sind. Also wenn ihr zum Beispiel eine Festplatte habt, wo ihr nur eure Spiele drauf packt, von Steam oder so den Bibliotheksordner outgesourced habt auf diese Platte, das macht eigentlich keinen Sinn, die zu verschlüsseln. Also das ist, denke ich mal, vergebene Liebesmühe und das braucht natürlich trotzdem ein bisschen Leistung und es kann natürlich unter Umständen auch sein, dass es vielleicht auch negative Auswirkungen auf eure Spiele hat. Das weiß ich nicht, das habe ich nicht ausprobiert, ob das so ist, aber ich könnte mir es gut vorstellen, dadurch, dass halt, es ist nicht viel, aber es braucht halt trotzdem ein bisschen CPU-Last und unter Umständen, wenn ihr halt sehr, ja, am Limit fahrt mit euren Spielen von der Leistungsfähigkeit eures Rechners her, dann kann das natürlich negative Auswirkungen haben. Und warum soll ich was verschlüsseln, was es mir eigentlich gar nicht wert ist? Das macht keinen Sinn. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, Dokumente zu verschlüsseln, E-Mails, Bilder, Videos, unter Umständen auch die Musiksammlung, wenn man sich von irgendwelchen Leuten verbergen möchte, unter Umständen. Das macht auf jeden Fall Sinn, aber sowas, denke ich mal, Spiele, Partition oder Spiele, Festplatte macht aus meiner Sicht keinen Sinn, das Ganze zu verschlüsseln. Gut, das war's schon wieder. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anregungen, dafür gibt es natürlich unsere QSOFU Community, www.qsofu.com/community. Das ist unser Forum, unsere Plattform, wo ihr euch austauschen könnt, wo unsere ganze QSOFU Crew auch drin schreibt und aktiv ist, wenn ihr was postet. Und sei es jetzt Feedback, Fragen oder habt vielleicht auch ein PC-Problem, dann wird das Ganze auch hier diskutiert und wir wollen das Ganze natürlich ein bisschen ausbauen und vergrößern, das Forum. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr euch auch daran mit beteiligt. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis bald, bis zum nächsten Video. Euer Steffen Kolb von QSOFU Tech.